komm schon, Ben. Vielleicht lernen wir was Cooles. Dieser Zug ist faszinierend. Oh, dieser Vortrag. Oh, er bringt mich noch um. Ich sterbe. Sehr theatralisch, Ben. Immerhin interessiert's dich, Opa Max, oder? Opa Max? Die Strecken in Baltimore und Ohio waren im Jahr 1830. Tut mir leid, Gwen. Diese Tour ist einfach zu aufregend für mich, um wach zu bleiben. Oder am Leben. Ja, also, Ben, natürlich darfst du auf keinen Fall deine Uhr benutzen und mit deinen Kräften diesen Zug beschleunigen. Außerdem würdest du doch bestimmt nicht früher in dem Souvenirladen am Bahnhof ankommen wollen. Jebediah Lincoln MacTravers Benoit hat... Da kann ich dir wirklich nur recht geben, Opa Max. Hey! Ich muss diesem Schnellzug in Schlummerland ein bisschen Dampf machen. Yeah! Nächster Halt, Souvenirs! Menschliches Ziel erfasst. Ich habe ihn im Visier und habe eine freie Schussbahn. Geduld, Krab. Nicht so voreilig. Unser Auftraggeber hat im ganzen Universum nach solch einem Exemplar gesucht. Die Tour verging wie im Flug, findest du nicht? Da ist was dran. Eine echte Blitztour. Dann bleibe ich eben hier und habe den ganzen Spaß für mich allein. Und jetzt spreche ich eine Stunde lang über die berühmtesten Zugräuber in der Geschichte Utahs. Oh ja, Räuber! Oh ja, richtig toll hier, Opa Max. Eine Riesenauswahl an Zügen und zugähnlichem Zugzeug und... Ein Haizug! Du machst mich glücklich! Und er kostet nur... Oh, Opa Max, kann der beste Opa in der Welt bitte seinem Lieblingsenkel ein Spielzeug zukaufen? Netter Versuch. Wenn du mir im Haushalt helfen würdest, hättest du vielleicht auch mehr Taschengeld. Oh, komm schon. Als Held komme ich eben nicht zur Hausarbeit. Wieso kriege ich eigentlich kein Heldentaschengeld? Ein echter Held würde uns mit dem Geruch seiner eine Woche alten Socken verschonen. Bitte lass mich in Ruhe. Ich brauche Souvenirs für deine Tanten. Die hassen Züge. Ich werde langsam zu alt für den großen Hundeaugentrick. Ich brauche einen Trick, mit dem ich schnell reich werde. Und wer hat immer die besten Ideen? Mal sehen. Wenn es über eine längere Laufzeit ginge, würde ich in ein gutes Aktienpaket investieren. Aber jetzt im Moment ist es effizienter, Münzgeld auf den Passagiersitzen zu suchen. Das nenne ich leicht verdientes Geld. Objekt gefangen. Ich sagte ja, Geduld sah sich aus. Die Kopfgeldjäger! Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr mich nicht nur besuchen wollt? Auch dieser alte Zug hat seinen Teil an Überfällen erlebt. Um die Kriminellen abzuwehren, schnürten sie damals... Könnt ihr bitte mal leise sein? Manche wollen hier etwas lernen. Ben? Gwendolyn? Widerstand ist zwecklos, Gestaltwandler. Hab dich! Danke für deinen geschickten Fang. Na klar. Und jetzt nichts wie weg. Was jetzt? Wir starten den Zug. Wir brauchen zwei Kohlenschaufler, einen Lokführer, eine Tonne Kohle. Oder diesen grünen Knopf. Oh, ja. Sind sie weg? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir haben Frieden geschlossen, Tetrax! Es gibt einen Sammler, der viel Geld für einen menschlichen Gestaltwandler zahlt. Wir sind Jäger. Nimm's nicht persönlich. Ihr greift meine Person an. Persönlicher geht's!